Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Schnick, schnack, schnick, schnack. Ich bin quasi frisch aus dem Urlaub zurück. Wer es nicht mitbekommen hat, wir waren ja nicht in dieser Woche, wenn ihr Sonntag die Tagebuchteile seht, sondern in der letzten Woche in der Türkei. Ich habe trotzdem wie gewohnt gepostet, hatte den ganzen Content vorbereitet, was echt anstrengend war, das vorher alles abzufilmen und dann auch wirklich passgenau zu posten. Aber ich habe es hinbekommen, keiner hat es gemerkt. Und ja, jetzt ist quasi Samstag. Ich bin gestern gelandet, direkt heute in die Halle gefahren und habe hier den kompletten Teenie-Schnick-Schnack-Diamond-Painting-Entzug. Ja, und jetzt bin ich hier gerade reingestolpert und sehe, hier ist schon alles so wunderbar vorbereitet. Wir haben in der Woche ja jetzt Nachschubbilder gelauncht, wie zum Beispiel die Babsi, dann einmal das Wolfsmädchen, den Leuchtturm, Cupcake und Traumschloss. Und die Mädels haben ja alles einmal eingepackt und vorbereitet. Und ich bin jetzt extra Samstag in die Halle gefahren, damit ich jetzt die Etiketten vordrucken kann. Denn es sind so, so viele Bestellungen reingekommen, dass die jetzt natürlich dann schnellstmöglich gepackt werden müssen und dann im besten Fall gleich Montag und Dienstag rausgehen. Und ja, das ist jetzt so meine Aufgabe. Aber es sieht halt einfach mega gut aus, oder? So schön alles vorbereitet, da lacht mein Herz. Und viele von euch haben gefragt, oh, habe ich jetzt etwa Babsi verpasst? Und auch das Wolfsmädchen, also die Bilder sind alle jetzt schon ausverkauft, bis auf, glaube ich, der Leuchtturm, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich bestelle auf jeden Fall Babsi nochmal nach und das Wolfsmädchen und das Traumschloss auch. Die Bilder habe ich jetzt auch gleich schon direkt wieder beim Hersteller geordert. Ich hoffe, dass es nicht wieder 5 Monate dauert, bis die ankommen, weil da ja eigentlich schon alles fertig ist. Die Bilder sind gerendert, die müssen jetzt einfach nur noch gedruckt werden. Da fehlen uns dann einfach, oder da sind ja dann schon Schritte, die schon fertig sind, die wir dann eben nicht mehr zeitlich mit reinrechnen müssen. Also hoffe ich, dass das alles fix geht. So, genau, also ich werde mich jetzt wieder an meinen Schreibtisch setzen, werde hier fleißig jetzt die Etiketten drucken. Und dann können wir die Woche richtig, richtig Gas geben. Und ich weiß, es soll nächste Woche auch noch was ankommen. Und zwar wieder neue Bilder. Und zwar diesmal von Becks.ai. Auf die freue ich mich schon extrem. Und die zeige ich euch natürlich dann auch gleich direkt nochmal. Achso, das sind die, die ihr im letzten Tagebuchteil gesehen habt. Fällt mir gerade ein. Hier, einmal das hier und einmal das mit dem Eis. Stimmt, das habe ich euch ja schon abgefilmt. Die Bilder kennt ihr schon. Und auf die warten wir jetzt, dass die jetzt noch ankommen die Woche. Also nächste Woche. Heute ist ja Samstag. Ihr wisst. Gut, Schnuckis, in diesem Sinne, ich bin jetzt erstmal fleißig. Und bzzzt, ist es Sonntag. Wir sitzen am Schreibtisch. Ich sitze am Schreibtisch. Meine Kinder haben Besuch. Es könnte also jetzt hier durchaus etwas lauter werden. Ja, ich habe mich kurz an den Schreibtisch geschlichen und habe gedacht, wenn die Kinder gerade so schön beschäftigt sind, die bauen eine Höhle, dann kannst du ja auch eigentlich hier so ein bisschen weiter painten. Und das mache ich jetzt auch. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht muss ich auch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 Mal aufstehen. vielleicht irgendwie mal einen Streit schlichten oder so. Aber vielleicht klappt es ja auch ohne Streit. Das ist immer tagesformabhängig. Da weißt du nie, was du kriegst, wenn du die Freunde einlädst. Ja, also dann starte ich mal. Also mein Ziel ist natürlich unbedingt jetzt, den Fuchs fertig zu bekommen. Denn ich weiß schon ganz genau, welches mein nächstes Bild sein wird. Und da brauche ich auch gar kein Hehl drum machen. Das werde ich euch auch gleich direkt zeigen, denn da wird garantiert nichts dazwischen kommen. Es sei denn, es kommt nicht an. Das könnte dazwischen kommen, aber es soll ja an der Woche jetzt dieses Bild ankommen. Unter anderem, und das muss ich einfach painten. Ich finde es umwerfend schön. Wobei ich jetzt aber die Resonanzen gesehen habe vom letzten Tagebuchteil. Da haben doch sehr viele gesagt, dass das Eis definitiv das nächste Bild wird. Und gar nicht so viele von dem hier gesprochen, aber nein. Mein Herz hängt da dran, ich kann das kaum erwarten, ich will, ich muss das machen. Und deswegen muss jetzt der Bubble-Tea-Fuchs fertig werden, damit wir dann loslegen können. Also, ich mache jetzt den Zeitraffer an und dann gucken wir mal, was ich hier so schaffe. Und da ist es dann schon wieder Montag, Schnuckis. Wir haben hier heute richtig krass
Gas gegeben. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal die leeren Kisten. Jetzt könnt ihr ja sagen, die sind doch noch so voll. Die wurden aber in der Zwischenzeit schon zweimal aufgefüllt. Ja, und das ist jetzt noch der Rest. Wir haben aber auch noch einen riesen Stapel Etiketten und müssen dann natürlich morgen genauso fleißig weiterpacken. Ich will euch aber mal zeigen, was wir hier schon alles rausgeschafft haben. Also heute sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Container schon rausgegangen. Und guckt mal, wie viel hier schon wieder fertig gepackt ist. Es sind 6 Container. So cool. Also, 6,5, ne? Wir sind mal ganz kleinlich. Also es hat so viel Spaß gemacht. Es lief so gut. Wirklich. Wir haben immer aber einer am Picken, hat quasi die Ware zusammengesucht. Unser lieber Chris, wir haben ja jetzt 2-mal Chris im Haus. Einmal unsere Chris vom Support und einmal unseren Chris, der aushilfsweise gerade bei uns ist. Und der hat fleißig Kartons vorgefaltet. Deswegen konnte ich dann gleich schon direkt die ganzen Bestellungen in die Kartons picken. Und die Mädels haben sich nur die Kartons weggenommen, zugemacht, zack, zack. Und dann auf die Wagen gebracht. Es hat wirklich super gut funktioniert. So, jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen und die muss ich euch gleich nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder das überhaupt mitbekommen habt. Ich habe letztens mal einen Umfrage-Button gehabt und da ging es darum, ob wir mal wieder ein Bild von Karuschka machen sollen. Und da hatte ich euch auch nochmal gebeten, mir Vorschläge zu schicken. Ich werde diese gleiche Story auch in dieser Woche nochmal machen, weil ich natürlich gerne wissen möchte, was möchtet ihr denn von Karuschka? Was soll sie euch denn Schönes zeichnen? Und ich habe mit ihr schon geschrieben, sie hat auch total Bock wieder auf die nächste Kooperation. Sie ist also auf jeden Fall mit dabei. Und dann meinte sie so, aber wir haben doch noch ein Bild in petto. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht oder das mich daran erinnert. Ne? Also ich wurde ja in diesem Umfrage-Button gefragt, ob ich mal wieder was mit Karuschka plane. Und ich so, nee, aktuell nicht, aber vielleicht habt ihr Ideen. Da ist mir aber total entfallen, dass ein Bild von ihr unterwegs ist. Ja, es ist verrückt, aber man kann halt nicht alles im Kopf behalten. Ne? So, und das ist jetzt hier auch angekommen. Und das ist ein schönes 30x40 Bild. Und ich habe damals das auf ihrer Seite gesehen. Sie hat so Tattoo-Beispiele gepostet. Und da habt ihr mich auch verlinkt, gesagt, guck mal, wie wär's denn mit diesem Bild? Und ja, habe ich dann gleich genommen, hab's bestellt. Und das ist dieses hier. Ich zeig euch das jetzt hier mal ganz exklusiv. So, da seht ihr schon. Teenie Schnickschnack meets Karuschka. Falls ihr sie nicht kennt, sie ist eine Tattoo-Künstlerin. Und sie macht wunderschöne Bilder. Sie hat uns auch zum Beispiel den Flower Wolf gezeichnet. Richtig cool. Und unserem Pink Dragon auch. So, und hier seht ihr das Bild. Das ist diese coole Frau mit den Kopfhörern auf. Dann ist ringsrum noch ein Kolibri, war es, glaube ich. Und ganz wilde Sachen. Also es ist ein richtig tolles Bild. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier den Coverminder gleich mal griffbereit habe. Dann sieht man das noch ein bisschen besser. So, 30x40. Mal wieder was Kleineres. Wie viele Farben es genau hat, kann ich jetzt gar nicht sehen. Hier sind schon mal 18, aber ich denke, es wird ja irgendwas so um die 20, 25 Farben sein. Aber lasst uns mal kurz erstmal den Coverminder suchen. Das ist er nicht, aber das Bild kennt ihr schon. Ich bin schon so aufgeregt. So wie es aussieht, kommen morgen diese Bilder an, die ich euch gezeigt habe. Also dieses hier und hier, dieses mit der süßen Engelskatze hier. Ja, das hat auch so tolle Farben. Ich bin richtig gespannt drauf. So, ich habe aber hier vorne jetzt gerade den Coverminder entdeckt. Da ist er. Und da könnt ihr das ganze Motiv noch ein bisschen besser erkennen. Da ist der Kolibri. Und dann ist hier oben noch so ein Herzchen und so. Und ach, tolles Bild. Viel Weiß drumherum, ja. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die lieben Colorblocking. Ne? Das ist halt einfach so, wenn man nur das Innere bunt hat, dann muss man eben auch eine Farbe eben einseitig außenrum painten. Ist halt so. So, ja, ich bin gespannt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wann kommt denn das Bild raus? Weiß ich noch nicht. Entweder habe ich schon gelauncht jetzt in der Woche oder es kommt vielleicht am Sonntag raus. Da gibt es noch überhaupt gar kein Update zu, weil ich erstmal die Ware abwarten will, die noch kommt. Da sind nämlich einige Schmankerl mit dabei, wo ich kaum erwarten kann, die euch rauszuknallen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht, dass jetzt wirklich so die Bilderlieferungen hier eintrudeln wie am Schnürchen, dass wir hier so richtig geile Bilder präsentieren können. Wobei wir jetzt auch extrem viel raushauen, ne? Also so richtig durchatmen könnt ihr auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wann paintet ihr das alles? Es ist so krass. Ja, naja, auf jeden Fall muss ich jetzt auch Gas geben zu Hause am Schreibtisch, dass ich mein Bild fertig bekomme, damit der Platz frei ist für das andere, was ich euch gezeigt habe. Ja, so, gut, das war's jetzt erstmal aus der Halle. Jetzt, fahre ich, glaube ich, auch nach Hause und dann
Dran an Schreibtisch. Ja, so ein erfolgreicher Tag heute und ich glaube, es wird auch erfolgreich weitergehen, denn es heißt Endspurt. Hier ist ja nicht mehr so viel zu machen. Ob ich das in einem Rutsch schaffe? Ich glaube eher nicht, weil es ist ja doch das ein oder andere Konfetti dazwischen. Aber zumindest bin ich mir sicher, ist hier auf jeden Fall ein Ende in Sicht. Und ja, dann hoffe ich mal, dass jetzt die Tage das neue Bild ankommt. Es könnte nicht passender sein. Heute ist ja noch nichts passiert, aber ich setze alle Hoffnungen auf morgen und übermorgen und überübermorgen. Drücken wir mal die Daumen. So, jetzt gibt es immer den Zeitraffer und wir machen hier weiter. Schaut euch mal das Chaos hier an. Was ist denn hier passiert? Ja, ich warte sehnlichst auf die Ware, die jetzt immer noch nicht angekommen ist und hoffe nicht, dass es morgen erst etwas wird. Das würde mich sehr ärgern, weil ich stehe in den Startlöchern. Ich möchte gerne die neuen Bilder haben. Ich will sie angucken, ich will sie sehen, ich will mir das Kätzchen mit nach Hause nehmen. Ja, naja. Ja, und das Chaos hier, ja, die Kinder sind heute alle mit hier. Und die haben sich hier richtig geile Piratenboote gebaut. Ist das nicht cool? So voll kreativ und mit viel Klebeband und Zerstörung. Aber ich find's richtig niedlich. Und damit haben die jetzt die ganze Zeit gespielt. Ja, das Chaos ist natürlich jetzt hier stehen geblieben. Da bin ich dann wahrscheinlich gleich für verantwortlich. Naja, vielleicht lasse ich es auch stehen. Vielleicht wollen sie ja morgen auch noch weiterspielen. Schauen wir mal. So, und jetzt warten wir auf die Ware und wenn sie kommt, dann werde ich hier einen riesen Schrei abgeben. Nix mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Ware ist nicht mehr angekommen. Ja, wir haben gewartet und gewartet und dann einfach irgendwann aufgegeben und gesagt, nee, komm, hier kommt heute garantiert keiner mehr. Ja, deswegen bin ich jetzt wieder am Schreibtisch. Ich habe hier noch lecker Salat. Und hier, bing, geht's jetzt an den Endspurt. Hier ist nicht mehr viel zu machen und ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich, achso, da muss ich filmen. Ich habe woanders hingeguckt. Ich bin mir sicher, dass ich das heute noch zu Ende painten werde. Entschuldigung, aufgestoßen. Und somit dann mein Bild vollendet habe. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Ich mache es jetzt ganz in Ruhe fertig. Und dann, ja, geht's weiter. Ich habe einen Faden verloren, habt ihr gemerkt gerade, ne? Ach, einmal irgendwo ein Geräusch gehört, zack, abgelenkt. Ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt zu Ende, dann zeige ich euch das Endergebnis. Wobei man das ja so schon fast komplett fertig sieht. Ist jetzt auch keine große Überraschung mehr. Und dann hoffe ich so sehr, dass morgen was passiert und dann endlich der Schwung Bilder ankommt. Da ist es passiert. Ich wollte gerade die Folie komplett abmachen, dann ist sie mir irgendwie so umgeklappt und die verkehrte Seite ist auf der Klebefläche gelandet. Und das sollte möglichst nicht passieren. Deswegen sage ich auch immer, zieht niemals von Anfang an von eurem Bild die Folie ab. Klar, alleine schon wegen Dreck und Schmutz, ne, sollte man das nicht machen, weil sonst die Klebefläche nicht mehr geschützt ist. Aber weil es auch passieren kann, dass man dann im Anschluss die Folie aus Versehen falsch rum rauflegt. Und das ist jetzt passiert. So, guck mal, das hier oben ist die richtige Seite. Wenn ich die hier raufbapsel, lässt sie sich ganz leicht wieder abziehen. Wenn sie aber falsch rum drauf landet, dann geht es... Oh, shit, jetzt ist mir hier auch nochmal... jetzt ist sie da auch drauf gelandet. Hier, dann kriegt man die nur ganz, 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 ganz schwer wieder runter, Leute. Und bitte, 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 bitte passt da auf und macht da nicht den gleichen Fehler. Oh, so. Jetzt fummel ich das erstmal ab, drehe das auch gleich nochmal ab für Instagram, damit ihr überall gewarnt seid, dass ihr da aufpassen müsst. Und ja, danach geht's dann weiter mit dem Painten. Thank you.
Endspurt. Endspurt im Sinne von, ich habe mir noch ein paar klitzekleine Lücken gelassen, damit ich noch ein bisschen Content habe für mein Insta-TikTok-Video. Und ja, warum zeige ich euch das eigentlich? Keine Ahnung, eigentlich wartet ihr aufs Endergebnis, ne? Ich mache mal schnell die Steine hier fertig. Gut, jetzt sind die letzten Steine gelegt und ich bin fertig. Und da ist es, dieses wunderschöne Meisterwerk. Es ist so niedlich. Ein wunderschönes Bild. Ich habe insgesamt 5 Wochen gebraucht. Ich würde aber eine Woche abziehen, weil ich ja eine Woche im Urlaub war. Also sagen wir mal, ich habe eigentlich ja nur 4 Wochen gebraucht und habe 27 Stunden bloß gepaintet. Das ist krass, oder? Ich muss mich erstmal auf meinen Stuhl setzen hier und wieder ranrollern. Ja, 27 Stunden, auch wenn so ein bisschen Konfetti mit bei war. Wenig Colorblocking tatsächlich. Und es hat riesen Spaß gemacht. Die Farben fand ich sehr schön. Auch wenn sie herbstlich sind, haben sie dennoch zu der Jahreszeit sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich jetzt auch auf mein neues Bild, weil wir dann wieder viele bunte Farben haben. Ganz viel Pastell und so, was ja wirklich ganz doll mein Ding ist. Aber das Füchslein war wirklich sehr süß und hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, es war ja von Bex.ai, eine KI-Künstlerin aus Toronto. Super toll, dass ich sie gefunden habe. Sie macht echt schöne Bilder und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen und ich hoffe, ihr freut euch da schon drauf. So, das war's jetzt für heute hier vom Schreibtisch und ich hoffe so sehr, dass wir morgen endlich die Ware bekommen und da alles ankommen wird. Das wäre schon schön. Da ist sie endlich, die Ware. Mensch, jetzt haben wir aber auch lange genug drauf gewartet. Jetzt werde ich mich hier gleich mal rankämpfen und hier den schiefen Turm von Pisa mal auseinanderbauen. Oh Gott, Hilfe. Ja, da sind jetzt irgendwo die Bilder drin. Hier sind noch ganz viele tolle andere Sachen drin, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Oh, das wird auf jeden Fall ein langer Tagebuchteil. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo ich anfange und ob ich jetzt alles schon jetzt filme oder später filme oder überhaupt sowieso. Wir haben ja auch noch richtig viel zu tun, ne? Also gucken wir mal, womit ich jetzt anfange. Ja, da habe ich jetzt gleich die Bilder gefunden. Hier vorne ist die Angel Cat. Das ist das Bild, was gleich direkt auf meinem Schreibtisch einziehen wird. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon in diesem Tagebuchteil erwähnt habe, aber schon des Öfteren. Dieses Bild muss ich einfach painten. Und da hinten haben wir Ice Cream in Heaven. Das ist auch ein Bild, was ich heute gleich direkt dann launchen werde. Und das ist dieses hier. Ja, und jetzt gucken wir uns gleich direkt mal die Leinwände an. Ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt und auch völlig außer Puste. Ich bin hier voll am Hetzen wegen meinem Zeitmanagement hier heute. So, also die Bilder nehme ich mit und dann machen wir Luki-Luki. Schnuckis, ich erlebe hier eine Eskalation nach der anderen. Jetzt habe ich hier gerade diese Leinwände ausgepackt und denke, oh mein Gott, wie schön können Bilder denn eigentlich sein? Da ist sie, meine Katze mit viel Pastell. Aber dann sehe ich dieses Eis und denke so, wow, die Farben sind so satt und so kräftig. Und auch das würde mich jetzt extremst reizen, das zu painten. Oh, ich habe zurzeit so viele Bilder, die mich extrem catchen und oh, ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich muss. So, hier könnt ihr auch nochmal die Steine sehen. Das sind jetzt die eckigen Steine. Die sind Hartsteine. Beide Bilder gibt es auch noch mit runden Steinen und auch die runden Steine sind Hartsteine. Die Motive sind von Bex.ai, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und wir haben beide Leinwände in einer Größe von 50 x 50 cm. Steffi guckt mir auch gerade über die Schulter, weil ich hier so begeistert rumbrülle. Ne? Aber welches ist besser? Es ist total schwer zu sagen, ne? Du hast eben gesagt, die Angel Cat, aber wenn ich das Eis so sehe... Geht mir genauso. Ich habe gesagt, so diese Farben, aber die sind schön, das ist pastellig, mega. Aber das ist so, das knallt direkt ins Auge, ey. Richtig krass. Also wir haben jetzt bei dem Bild einmal 64 Farben, 3 AB und 5x Fairy Dust. Und bei dem Bild sind es, ich muss mal mit einem Auge rüber gucken, auch 3 AB, insgesamt 5x Fairy Dust und 70 Farben. Hier waren es 64, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade gesagt habe. Wunderschön, Leute, wirklich wunderschön. Und ich würde mich gerne direkt an den Schreibtisch setzen und lospainten. Also, Steffi hat ja auch gerade ein Bild zu Hause, wo sie es kaum erwarten kann, ne? Ja. Aber das ist ganz, ganz geheim, da dürfen wir noch gar nicht drüber sprechen. Das ist ein Bild, was ihr wahrscheinlich nie zu Augen bekommt, wenn ihr nicht den Adventskalender bestellt habt. Ah, gespoilert. So, jetzt machen wir uns dran.
Das ist alles vorbereitet, das geht dann gleich online. Aber wir müssen ja von gestern noch die ganzen Überraschungsboxen einpacken. Wer es verpasst hat, ich hatte gestern auf Instagram spontan eine Fragerunde gemacht und da kam mal die Frage, ob ich von neuen Bildern auch mal wieder eine Überraschungsbox machen kann. Und das war eine mega gute Idee und habe ich gesagt, mache ich sofort. Und die haben wir gestern auch gleich direkt alle verkauft und die müssen jetzt eingepackt werden und das mache ich jetzt mit euch zusammen. So, jetzt geht's hier weiter. Da ist schon alles vorbereitet für die Überraschungsbox. Und Schnuckis, wenn ihr jetzt das Video seht, nein, die ist nicht mehr verfügbar, die Bilder sind raus. Aber Bilder aus der Box, die kommen, die kommen auf jeden Fall auch noch einzeln in den Shop. Also keine Sorge. Die sind auch noch so verfügbar, aber dann natürlich zum normalen Preis. Und bei der Box hattet ihr einen Preisvorteil von 20 Euro. Und ja, ich hoffe, dass die Bilder euch gefallen. Also ihr müsst natürlich, wenn ihr so eine Box kauft, auch immer so ein bisschen Vertrauen haben, dass ich hier eine schöne Bilderauswahl zusammenstelle. Aber in der Regel habe ich euch ja, glaube ich, nicht ganz so oft enttäuscht. Oder vielleicht auch gar nicht. Oder was weiß ich. Ist ja immer eine Geschmackssache. So. Alles ist fertig gepackt. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch die Etiketten. Die druckt Chris gerade fleißig. Dann kommt hier noch Packpapier rein, die Flyer und alles. Und natürlich auch noch andere Sachen, wenn ihr noch was dazu bestellt habt. Und dann können die auch gleich auf den Postcontainer und morgen früh rausgehen. Dann sind sie in wenigen Tagen auch schon bei euch. Schön, freue ich mich. Übrigens, bei dieser Charge waren alles nur eckige Steine. Manchmal variiert das ja bei mir so ein bisschen, aber diesmal waren es nur eckige Steine. Und weil ich noch gefragt wurde, ob ich denn nicht nochmal eine Bilder-Überraschungsbox machen kann mit Bestandsbildern, welche, die wir im Shop haben, das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich machen und ich werde auch diesmal darauf achten, dass ich euch entweder Boxen mit runden Steinen anbiete oder mit eckigen Steinen, damit da so jeder auf seine Kosten kommt und keiner irgendwas painten muss, was er gar nicht mag. Ja, das werde ich definitiv die Woche noch fertig machen und vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr am Sonntag den Tagebuchteil seht, schaut einfach mal im Shop vorbei. Vielleicht findet ihr noch so eine Überraschungsbox. Das sind dann, wie gesagt, Bilder zu einem richtig krassen Preisvorteil aus meinem Shop. Und ihr müsst euch natürlich überraschen lassen. Ich werde auch nicht verraten, was da drin ist. Natürlich, wenn ihr schon Bilder von mir habt, dann lauft ihr auch Gefahr, dass da vielleicht schon ein Bild mit drin ist, das ihr schon habt. Aber das ist nun mal so bei einer Überraschungsbox. Ich glaube, so richtig lohnt sich das für die Leute, die mich vielleicht neu entdeckt haben und sagen, ah, guck mal, so viele Bilder habe ich ja von Tini noch nicht. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß, dass ich was doppelt bekomme. Dann schlagt gerne zu. Und schwupps, da ist sie direkt eingezogen. Also ich konnte jetzt auch nicht länger warten. Gleich am ersten Tag, zack, ruf auf den Schreibtisch. Ich habe eben gerade den Bubble Tea Fuchs beiseite gelegt. Und das ist schon wieder ein Unterschied. Ne? Man hat sich jetzt an 40 mal 50 gewöhnt. Und jetzt liegt hier wieder 50 mal 50. Ist ja doch wieder ein bisschen breiter. Ja, wunderschön sieht sie aus. Hier habe ich schon mal die ganzen Steine. Und ich habe eben gerade schon die Fairy Dust Steine gesucht und einmal abgefilmt für Insta. Ja, und jetzt weiß ich wieder nicht, wo sie waren. Das heißt, ich muss wieder mal neu raussuchen. Da sind sie schon. Also, 5 Fairy Dust Farben haben wir. Einmal diese schöne zarte Rosa. Dann haben wir hier so einen ganz leichten Grauton. Dieses wunderschöne Türkisgrün, hellgrün, pastellgrün. Dann diesen leichten bläulichen Ton. Und hier seht ihr auch richtig schön den Schimmer. Wartet mal. Da. Toll, 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 toll. So, und dann noch einmal weiß. Auch sehr schöne Steine. Ja, und jetzt kann es ja quasi direkt losgehen. Ich fange wieder von unten links an. Ihr wisst ja, als Linkshänder painte ich gerne von rechts nach links und auch von unten nach oben. So gefällt es mir am allerbesten. Wobei es ja trotzdem immer so kreuz quer geht bei mir. Also beim Bubble Tea Fuchs wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass kreuz quer gepaintet habe. Ja, aber war halt so. So habe ich jetzt den Coverminder hier. Zack. So, und dann geht es hier unten in der Ecke los.
Wir starten mit den blauen Tönen, die hier so rumliegen. Schönes Royalblau. Ist es das vielleicht sogar schon? Das ist die 36 und die 36. Nee, das ist noch ein anderes Symbol. Da gucken wir mal, mit welcher Farbe wir jetzt anfangen. Jo, da habe ich die Farbe rausgesucht. Mir ist eben gerade noch ein kleines Malheur passiert. Ich habe hier alte Steine einmal komplett über das ganze Bild geschüttet. War ein bisschen nervig. Liegen jetzt alle auf dem Fußboden. Ist auch super angenehm, wollte ich gerade sagen. Unangenehm, da mit dem Stuhl rüber zu rollern, um mir die Füße drauf zu kommen. Aber egal, ich bin jetzt zu faul, den Staubsauger zu holen. So, ich habe hier unten schon offiziell das erste Steinchen gesetzt. Und jetzt geht's hier einmal weiter. Auch hier auf YouTube einmal offiziell. Bup, der Start zum neuen Bild. Ich freue mich auf diese Reise und ja, Zeitraffer kriegt ihr jetzt, kennt ihr alles. In der Halle und es geht weiter mit neuem Schabernack. Ja, nun ist ja da die Woche reichlich Ware angekommen und da sind auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch vorstellen möchte, die dann direkt heute noch in den Shop kommen. So, wir gehen schon mal in Richtung Herbst mit diesem süßen kleinen Kuschelnestigel. Übrigens wird das auch noch ein Bild werden. Das ist auch schon unterwegs zu uns und wird auch sicherlich pünktlich zum Herbst eintreffen. In dem Fall haben wir hier einen Anhänger. Im Set findet ihr auch das Kettchen dazu, auch die Steine. Und ja, natürlich haben wir auch wieder schöne Sondersteine dabei und ein Standard-Toolkit. Dann habe ich hier ein Comeback von unserem Hermes. Ja, unser kleines Monsterchen gibt es jetzt in einer klitzekleinen Auflage auch als Tischaufsteller. Ist das nicht cute? Richtig niedlich. Ach, schöne Spielerei. Und auch da ist alles mit dabei. Und hier haben wir auch Sondersteine. Das blendet leider immer so ein bisschen. Ich kann das gar nicht so richtig zeigen. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. Aber wie gesagt, es ist nur eine kleine Auflage. Und was haben wir hier? Unsere Raupe Pepe. Auch als Aufsteller. Und da haben wir wieder die schönsten, allerschönsten Sondersteine mit dabei. In Tropfenform, riesengroß. Und auch wieder diese in dieser Faunfeder-Optik. Mega, mega schön. Ah ja, das mit diesen Aufstellern gefällt mir sehr, sehr gut, ne? Das ist natürlich so eine schöne personalisierte Sache. Kriegt ihr in keinem anderen Shop, exklusiv nur bei mir. Und auch da, es ist nur eine kleine Auflage. Wundert euch nicht, wir machen einen kleinen Switch, denn ich habe jetzt hier noch Bilder, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich dann auch launchen werde. Und da möchte ich euch natürlich die wunderschönen Leinwände nicht vorenthalten. Wir haben hier weitere Bilder aus meiner KI-Feder. Bilder, die ich erstellt habe mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Einmal diese Candy Cupcakes. Super süß und lecker sehen die aus. Und dann haben wir hier einmal diesen Luftballonhund, diesen Dackel in Chromoptik. Richtig geil. Und ich sage euch, wenn es nicht die Angel Cat geworden wäre, dann wäre das Bild, wäre das meine allererste Wahl gewesen, was ich jetzt gerne gepaintet hätte. Richtig tolles Motiv, wie ich finde. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie immer. Beide Bilder sind 40 x 60 cm groß. Bei dem Luftballonhund haben wir 66 Farben, 3 AB und 6 Metallic Farben. Die werde ich euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. Und bei dem anderen Bild haben wir insgesamt 77 Farben. Ihr merkt, wir steigern uns hier wirklich extrem. 3 AB Farben und 6 Fairy Dust Farben. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, Schnuggis. Achso, jetzt packe ich euch nochmal fix die Farben geil. Aus. Geil. Ich sag nur richtig geil. Guckt euch mal bitte diese schönen Metallicsteine an. Grün, lila, dann so ein Roseton, Fuchsia, blau. Richtig toll. Und ich sehe auch schon, wo die eingearbeitet werden. Hier im Körper, logischerweise. Wir brauchen ja diese Chromoptik. So,
Finde ich toll. Hier nochmal so ein kleiner Überblick zu den restlichen Farben. So richtig viel ist nicht zu sehen, ne? Hier sind es diese Farbverläufe. Ja. Kann man auch nicht viel sehen. Fächern wir das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Dann könnt ihr hier nochmal so reinluschern. Ja, da haben wir wirklich viele, viele Farben mit dabei. Sind das hier schon? Was sind das für welche? Ich dachte kurz, das sind Fairy Dust Steine, aber nee, sind es nicht. Wir müssen mal weiter hinten gucken. 75 irgendwo. Hier geht's los bei der 70 mit den Fairy Dust Steinen. Ein schöner Orangeton. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Dann haben wir hier einmal ganz zartes Rosa, einen Blauton, noch einen blau-taubgrünen Ton, lila. Einmal weiß ich nicht. Ich weiß, was denkt ihr eigentlich immer, wenn ich so die Farben beschreibe? Müsst ihr auch sagen, ne? Die hat ja gar kein Farbverständnis. Ja, also Schnuggis, diese Bilder sind auch im Shop. Die habe ich dann, wenn ihr die Tagebuchteile seht, am Freitag gelauncht. Guckt gerne vorbei, ob ihr die Bilder noch im Shop findet. Ja, und hiermit würde ich den Tagebuchteil auch ganz gerne beenden, weil ich kann ihn dann gleich direkt hier noch hochladen in der Halle. Ich habe hier einfach eine viel bessere Möglichkeit, die Videos hochzuladen. Es dauert bei mir zu Hause einfach Jahre. Deswegen nutze ich das ganz gerne. Schnurris, ich hoffe, euch hat der Tagebuchteil gefallen. Er war ja auch wieder schön lang. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren zu den Bildern da. Stalkt mich gerne auf Instagram, auf TikTok und auf Facebook. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr diesen Tagebuchteil seht. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und ich freue mich heute Abend wieder auf meinen Schreibtisch. Weitere Updates bekommt ihr natürlich auch gerne auf Instagram, immer schön in der Story. Wenn ihr Instagram noch nicht installiert habt und noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte gerne, weil da kriegt ihr noch viel, 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 viel mehr zu erfahren. Und auch immer zeitgenau. Also da müsst ihr nicht immer eine Woche warten, sondern da kriegt ihr regelmäßig ganz viel Content reingepumpt. Also ich spam euch da wirklich zu. In diesem Sinne, Schnuckis, wir sehen uns und, sehen wir uns ja nicht. Wir hören uns morgen aus der Halle und ich sage tschüss.